Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Wir möchten heute die Frage aufwerfen, gibt es sinnvolle Kinderimpfungen? Und dieses Thema bespreche ich mit einem Freund unseres Hauses, ein versierter Herr, der Dr. Heinz Reinwald, mein persönlicher Mentor. Er ist heute da, um dieser Frage nachzugehen. Bleiben Sie bitte gleich dran. Lieber Dr. Heinz Reinwald, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, Alex, für die Einladung. Inzwischen bin ich ein Herr, ja, weil ich graue Haare habe. Früher war ich ein Mann. Jetzt was habe ich gesagt? Ein Herr. Aber ist gut. Ein Herr? Ja, bist doch du. Ja, ja. Also vielen Dank für die Lorbeeren. Ein älterer Herr. Ja. Naja, gut. Ja. Geben wir diese sinnvollen Kinderimpfungen nach. Ich weiß, wohin die Reise geht. Die Zuschauer meinen jetzt schon, wir reden über die erste Spritze, die wir kriegen. Da kommen wir aber noch gar nicht hin. Wir fangen viel tiefer an. Ja. Bitte. Naja, das muss klargestellt werden. Zunächst, dass ich nicht von Impfungen mit Tod- oder Lebendimpfstoffen spreche. Ich spreche auch nicht von mRNA-Impfstoffen oder Vektorimpfstoffen oder gar DNA-Impfstoffen. Ich spreche von der natürlichen Impfung kleiner Kinder, Kleinstlebewesen, werdenden Lebens mit Bakterien. So wie es die Natur vorgesehen hat. So wie es die Natur vorgesehen hat und so wie es sinnvoll ist. Und leider werden diese Impfungen massiv durch die schulmedizinische Intervention und den Mangel an Verständnis dieser Impfungen verhindert. Das Verständnis, das muss ich jetzt dazu sagen, wächst etwas in den letzten Jahren seit der Entdeckung des Mikrobioms, über das wir ja eine eigene Sendung gemacht haben. Mhm. Aber sie ist immer noch nicht dort, wo sie eigentlich sein sollte. Nachdem mit der Entdeckung des Mikrobioms das Paradigma der Sterilität aufgegeben werden musste, und das war ja eine der heiligen Kühe der Schulmedizin, dass Plazenta steril und Blut steril und Bakterien schlecht sind und Bakterien unsere Feinde sind und so weiter und in einem völligen Reinheitswahn, aber in einer sterilen Umgebung wächst kein Leben. Und seit der Entdeckung des Mikrobioms weiß man, dass 99% unserer Software, wenn man so sagen will, aus Bakterien, Obligaten, Symbionten und Pilzen besteht und beziehungsweise Pilzen wie Mucorrhizomosis, Aspergillus niger, und dass die wichtig am Gesamtstoffwechselweg geschehen beteiligt sind. Und man weiß heute, dass das Milieu der Plazenta dem des Speichelmilieus der Mutter entspricht. Das heißt, wenn die Mutter beispielsweise Amalgam im Mund hat. Oh nein, wirklich? Ja. Dann ist sie auch in der Plazenta. Naja, das sowieso. Denn der Plazenta-Blutfluss ist 10-mal höher als im restlichen Gewebe der Mutter. Dann hat das Kind das auch. Das heißt, das Kind benötigt eine 10-mal höhere Sauerstoffversorgung. Es hat eine 10-mal höhere Blutversorgung. Und entsprechend auch sind die Toxine im Umlauf. Aber auch wenn das Milieu der Mutter sauer ist, weil sie zum Beispiel im Stress ist, weil sie zum Beispiel keinen richtigen Aufbiss hat, und dadurch das Milieu hin sich zum Sauren verschiebt, verschiebt sich automatisch schon das Milieu im Mutterleib. Und das Kind bekommt eine falsche Milieuvorgabe bereits in der Plazenta. Die nächste Impfung, in Anführungszeichen, die stattfindet, ist dann im Durchlauf durch den Vaginalkanal. Der dient nicht nur das werdende Leben auf eine gewisse Anstrengung und Erlösung auf und ab vorzubereiten, sondern auch zur Aufnahme über den Mund
der Vaginalflora die Döderlein entdeckt hat. Dr. Döderlein hat diese entdeckt und seitdem heißen die auch bei uns in Deutschland die Döderleinschen Bakterien. Das heißt, es kriegt einer über den Geburtsvorgang den ganzen Schleim auf die Haut und in den Mund und über den Mund damit in den eigenen Neudarm. Damit wird die Hautflora besiedelt, ja. Damit wird die Mundflora besiedelt mit der Vaginalbesiedelung mit den Döderleinschen Bakterien. Und jetzt kann man sich ein bisschen schon vorstellen, was es bedeutet, wenn ich einen Kaiserschnitt vornehme. Nein, nicht, dass ich etwas gegen einen Kaiserschnitt hätte, wenn er medizinisch induziert ist. Aber wir wissen, dass der Kaiserschnitt dreimal so viel Geld bringt im Krankenhaus als eine normale Geburt. Und viele Frauen wollen es einfach nicht viele mehr. Viele Frauen sind von einem falschen Leitbild à la Angelina Jolie begeistert und lassen sich einfach das machen. In Brasilien sind 60% der Geburten Kaiserschnitt. Aus einem falsch verstandenen Schönheitsideal zu Lasten des werdenden Lebens. Denn das Hauptproblem beim Kaiserschnitt ist ja nicht nur, dass das Baby keine Döderleinschen Bakterien bekommt, die füttert man ja jetzt schon zu, weil man das erkannt hat. Sondern das Hauptproblem entsteht dann dadurch, dass man prophylaktisch in der Schulmedizin Antibiotika gibt. Und dieses Antibiotika... an der Mutter. Während der Operation postoperativ kriegt die Antibiotika. Damit sie keine Entzündung... Richtig, damit im Vorfeld schon verhindert wird eine mögliche Entzündung. Die Mutter könnte ja das auch ohne Antibiotika aber schaffen. Wissen Sie denn auch, dass dieses Antibiotikum letztendlich auch ins Kind kommt? Nein, das Kind ist ja dann schon geboren. Bei dem Kaiserschnitt ist ja das Kind noch nicht geboren. Zuerst kriegt die Mutter das Antibiotikum, oder? Nee. Postoperativ Antibiotika-Behandlung. Mhm. So, und jetzt haben wir natürlich das Problem. Denn das verhindert die dritte Impfung. Die Muttermilch. Und eine der wichtigsten Impfungen, nämlich die Muttermilch. Dort ist dann das Antibiotikum drin. Richtig. Das heißt, Nein, es geht nicht ums Antibiotikum, sondern es geht um das Verhindern, dass in den ersten Tagen der Erstlingsmilch oder Kolostrum entstehenden Fermentierungsprozesses zwischen dem Mikrobiom der Mutter und der Erstlingsmilch, dass diesen Fermentierungsprozess in Gang setzt. Wir trinken als Babys keine Muttermilch. Wir trinken ein Mutterjoghurt. Mit jeder Menge Mikrobiom und Bakterienstämme. Und die vierte Impfung, die dann stattfindet, ist die Berührung über die Haut. Jetzt stelle man sich mal vor, das Baby kommt jetzt in den Brutkasten. Wieder steril. Wieder Sterilität. Dann der nächste Schritt ist dann die Umwelt. Welches Kind spielt nicht gerne im Dreck? Nicht? Jetzt müssen wir aber noch eine Sache beachten. Das Mikrobiom, das sich dann über diese Formen der Impfung, in diesem Fall Umwelt, ich schläge im Dreck, oder Muttermilch, ich nehme das Mikrobiom der Mutter auf, dazu hat der Organismus des Babys eine bestimmte Methode. Er senkt die in der Schleimhaut des Gastrointestinaltrakts vorhandenen Proteinkinasen runter. Er runterreguliert praktisch diese Kinasen, um eine Ansiedlung der Bakterien im Gastrointestinaltrakt zu ermöglichen. Ja. Das Baby wird nämlich mit einer sogenannten TH2-Dominanz der Immunantwort geboren und muss die TH1-Antwort wesentlich erwerben über diese
5 Impfungen. Das heißt eigentlich, das ist eine einmalige Chance, das Kind richtig gut so zu impfen. Richtig. Durch das, dass das Kind die das selbst Natur hat sich das genau so in diesem Ablauf, den wir heute kennen, ausgedacht. Nicht? Schon Wahnsinn, was da verloren richtig. Geht, wenn wir es nicht richtig. Tun. Also warum? Diese Kinder müssen ja alle ein sehr schwaches Abwehrsystem, ein dadurch, sehr schwaches Mikrobiom haben. Richtig, richtig. Das führt natürlich zu einer nicht artgerechten Entwicklung des Mikrobioms und damit zu einer nicht artgerechten Entwicklung der Immunantworten, die entweder in der TH1-Antwort oder in der TH2-Antwort liegen, um das mal grob. Es gibt natürlich noch Untergruppierungen wie TH17 und so weiter, TREG. Das brauchen wir jetzt nicht im Einzelnen diskutieren. Also im Groben kann man diese zwei sich balancierenden und in unterschiedlichen Kompartimenten, das eine ist extrazellulär, das andere intrazellulär, stattfindet. Aber ganz wichtig ist, dass man diesen Ablauf versteht. Diesen Ablauf der Versorgung bereits im Mutterleib, das Wissen darum, dass das Baby mit einer TH2-Dominanz zur Welt kommt. Warum? Weil sich der Trophoblast während der Einnistung in die Gebärmutter verhält wie ein Parasit. Und das bedeutet, dass die mütterliche Abwehr nach unten fährt, was die TH1-Abwehr anbetrifft, sodass der Trophoblast sich einnisten kann. Deswegen ist es auch so gefährlich, wenn die Mutter in dieser Zeit eine Toxoplasmose bekommt. Ja? Weil nämlich dann die Abstoßung durch das Herunterregulieren der TH1-Antwort, damit der Trophoplast, das werdende Leben, sich einnisten kann in die Gebärmutter, das funktioniert, muss sie die TH1-Antwort herunterregulieren. Und das ist natürlich auch eine Eintrittspforte für Erreger. Mhm. Nicht? Das ist also die erste Phase. Das Kind hat eine TH2-Dominanz, mit der kommt es zur Welt. Das Kind erwirbt sowohl plazentär, Vaginaltransport, Muttermilch, Hautkontakt und Umwelt, dann die TH1-Schiene. Und wenn man diese Prozesse, diese natürlich ablaufenden Prozesse stört, muss man sich über eine Störung später nicht wundern. Wenn man dann noch auf diese sehr verletzlichen kleinen Wesen, denn dieser Prozess des Erwerbs dauert 3 Jahre, zur Ausformung der Immunantworten, der balancierten Immunantworten. Wenn man diesen Prozess schon in den ersten Jahren massiv mit Giftstoffen, du benießt es, torpediert, was die Schulmedizin tut. Wir haben ja heute Impforgien, die sind nicht mehr zu akzeptieren. Das ist ja unglaublich, was mit diesen Babys geschieht. Dann braucht man sich nicht wundern, dass der Autismus zunimmt. Und das ist ja inzwischen auch nachgewiesen durch Robert F. Kennedy Jr., mit dem ich 2017 die Ehre und Freude hatte, auf einem Kongress in Colorado zum Thema Autismus zu sprechen. Und inzwischen hat er ja auch die Prozesse gegen die Impfindustrie gewonnen, die seit 30 Jahren keine Studien zu diesen Themen gemacht hat, was die Toxine anbetrifft. Also das ist eine eindeutige Sache. Aber es ist ein Riesengeschenk, was wir den Kindern geben können, wenn alles natürlich ablaufen darf. Also ja. Keine Kaiserschnitt, natürlicher Vorgang, das natürliche Stillen, die Hautkontakt und allem voran natürlich noch die Gewissheit, dass die Mutter sich gut ernährt und nicht unbedingt noch irgendwelche ja. Amalgambelastungen im Mund hat. Ja, nicht nur das. Also vor 15 Jahren habe ich meinen Patientinnen schon empfohlen, wenn sie Kinderwunsch haben, sollen sie 6 Monate vorher eine Entgiftungskur machen und erst dann die Pille absetzen, was ja auch schon eine Vergiftung ist, nicht? Mhm. Aber vielleicht noch ein Punkt zum Thema Kinderwunsch. Wir müssen ja auch mit einer
guten Proteinversorgung reingehen. Wir haben Ergebnisse und Erfahrungen, was ketogene Ernährung bei Ehepaaren und Entgiftung vor dem Kinderwunsch bedeutet. Ich hatte vor vielen Jahren ein Ehepaar aus der Schweiz übrigens, die haben mir dann einen Schweizer Ehrenbürgertitel angeboten. Die haben 17 Jahre versucht, ein Kind zu bekommen. Beides sehr schöne Menschen, beides Tänzer und beides natürlich im extremen Stress durch Tanzen von früh bis Abend. Und die sind zu mir in die Praxis gekommen. Ich habe mit denen angefangen, eine Entgiftung, und 6 Wochen später war sie schwanger. Nicht, dann haben schon alle gelacht. Die war beim Rheinwald in der Praxis. Aber der Kleine sah am Schluss so aus wie der Papa, dass es gar nicht schief hat laufen können. Kein Verdacht. Nein, kein Verdacht. Also wir haben die Erfahrung, dass wir mit einer systematischen Entgiftung, mit einer systematischen ketogenen Ernährung, mit der Umstellung weg vom Zucker, weg von Giftstoffen, mit Reinigung sehr große Erfolge haben können. Aber ich möchte nochmal zurückgehen auf Thema Kaiserschnitt. Ich bitte, das nicht misszuverstehen. Wenn es um das Leben der Mutter geht und ein Kaiserschnitt ist indiziert, dann danke Medizin. Ja, absolut. Aber auch da habe ich jetzt schon gehört, dass es Operateure gibt, die dann diesen Vaginalschleim nehmen und übers Kind streichen und in den Mund. Ja. Natürlich noch nicht alle, aber das Wissen ist da. Ich sagte ja eingangs, dass das Bewusstsein dafür wächst. Mhm. Und das ist gut so. Das ist gut so. Und das ist nicht zuletzt der Mikrobiomforschung zu verdanken in den letzten Jahrzehnten. Mhm. Nicht? Nur die Naturheilkunde weiß das schon immer. Hm. Nicht? Aber die belächelt man ja. Und jetzt, was kann also einem Kind passieren, wenn so ein starkes Immunsystem hat, wo alles richtig gemacht wurde, eigentlich so, wie es wie es der liebe Gott eigentlich vorgesehen hat, völlig natürlich, ist eigentlich alles da. Was braucht der Mensch jetzt hier noch medizinisch zu komplementieren oder komplettisieren? Mhm. Und es geht noch besser. Ja, wir haben ja auch inzwischen durchaus Forschungsarbeiten zum Thema Hygiene. Hygiene und Zunahme von Autoimmunerkrankungen, Hygiene und Zunahme von Allergien. Die sogenannte Hygienehypothese, die besagt, dass je hygienischer, je steriler ein Kind aufwächst, desto anfälliger ist es für entsprechende Allergien, für entsprechende Autoimmunerkrankungen. Mhm. Das ist inzwischen bekannt, nicht? Aber was tut man dagegen? In den Universitäten wird das nicht gelehrt. Das ist ein No-Go. Man hat kein Interesse an sowas. Das bleibt im Zirkel irgendwelcher Elfenbeinturmwissenschaftler und irgendwelcher naturheilkundlicher Szene. Es dringt einfach nicht vor, nicht? Jetzt mache ich noch den letzten Schritt und möchte deine persönliche Meinung wissen. Siehst du noch das Bedürfnis, ein Kind nach dem ganz normalen Vorgang hin noch mit irgendeiner schulmedizinischen Impfung zu versehen? Ich spreche jetzt mal Kinderlähmung an oder Masern, Mumps, Röteln, wo wir früher alles durften. Ich würde mein Kind nie impfen lassen. Nicht über meine Leiche. Auch Kinderlähmung, da wird immer wieder so als Argument gebracht. Nein. Ist das Risiko heute nicht mehr so groß oder gar nicht? Oder? Es wäre ein eigenes Thema zum Thema das Thema Impfen lassen wir lieber sein. Hab's jetzt gespürt. Wir werden verfolgt wie die Hasen, weil wir gegen eines der größten und aus meiner Sicht nicht sauberen Geschäfte der Pharmaindustrie vorgehen. Aber also du würdest dein Kind nicht impfen? Ich würde mein Kind nie impfen lassen. Ich mache mir da manchmal auch so ein bisschen Vorwürfe. Nein, müssen wir nicht, weil wir es nicht besser wussten. Ich das nicht wir besser, wussten genau. es nicht besser. Ja. Wir wussten es nicht besser. Auch die Mütter, die ich betreut habe in den letzten Jahren mit autistischen Kindern, die wussten es nicht besser. Sie lieben ihre Kleinen und die vertrauen diesen Weißkitteln. Und diese missbrauchen das Vertrauen dieser Mütter. Und das müssen wir sehen. Das müssen wir sehen. Hm. Nicht? Und ich sage jetzt mal so, die Weißkittel werden ja auch entsprechend
Geschult. Geschult. Und wissen es auch nicht besser. Jawohl, die werden Gehirn gewaschen. Nicht? Die wissen es auch nicht besser. Die glauben wirklich, das, was sie tun, ist das Richtige. Und sie informieren sich auch nicht darüber hinaus. Das ist dann der schlimmste Aspekt. Nicht? Ja, aber weißt du, da sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich auch sagen wollte, es ist normal gewesen bei meinem ersten Kind, bei unserem ersten Kind, dass dann irgendwann der Kinderarzt kommt und impft, weil wir haben ja nie hinterfragt. Mhm. Irgendwann fängst du an, Dinge zu hinterfragen und die Sinnhaftigkeit zu hinterfragen und dann kannst du ja was ändern, aber solange du selbst nicht hinterfragst, wie auch der Arzt oder derjenige, der das macht, dann können wir es auch nicht ändern. Ja? Mhm. Ja, ja. Aber du würdest hier ganz gerade den Leuten auch auffordern, sich, bevor man sich mit einer Kinderimpfung versieht, sich auch mal kontrovers, oppositionell die anderen Meinungen anhören. Eine andere Meinung anzuhören und daraus dann zu schließen. Es gibt Studien inzwischen sogar von Krankenkassen, dass ungeimpfte Kinder gesünder sind als Geimpfte. Mhm. Nicht? Und es gibt auch Studien zur Wirksamkeit von Homöopathie und so weiter und so fort. Es gibt alles, aber die Kriegsführung, die läuft einfach auf Seiten der Rockefeller Medicine Man seit 1913 gleichgeschaltet weltweit mit der Errichtung der FED, der Federal Reserve Bank. Das geht einher mit der Übernahme des medizinischen Apparats durch die pharmazeutische Medizin. Ich sage mir immer wieder, auch in ernährungsspezifischen Fragen, wenn mich da Leute fragen, sage ich immer wieder, orientiert euch an der Natur. Was hat der liebe Gott euch eigentlich gegeben oder vorgesehen? Und wenn wir uns wieder daran orientieren, dann haben wir bestimmt nicht einen falschen Weg eingeschlagen. Ja, und wir können ja heute, dank der wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir in den letzten Jahrzehnten gewonnen haben, nochmal das Stichwort Mikrobiom, die Biochemie ist at its best, können wir diese Prozesse ja auch molekulargenetisch, molekularbiologisch, Stoffwechselwege und so weiter, können wir ja aufzeigen. Wir können es ja beweisen. Ne? Evident, es ist evident, nur man guckt nicht hin. Keine Lobby. Hm? Diese Evidenz hat keine Lobby, genau. Ja. Genau das mit der Lobby hat mir mal der Professor Schubert gesagt, der Psychoneuroimmunologe gesagt, wir haben alles längst bewiesen, dass die Psyche einen riesen Einfluss hat auf die Gesundheit. Aber wir haben keine Lobby. Ja. Meditieren macht kein Geld. Es sei denn, du verkaufst Meditationskurse. Ich danke dir ganz lieber Heinz, ganz herzlichen Dank. Ich denke, diese Sendung ist wichtig für werdende Väter, werdende Mütter, die sich mit dieser Frage jetzt schon auseinandersetzen, was möchte ich für mein Kind? Und wir haben heute gehört, dass es da 4, 5 Impfungen gibt, die brillant sind, die natürlich sind, die göttlichem Ursprungs haben und eine totale Sinnhaftigkeit haben. Und wenn es irgendwie geht, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dann sollten wir uns eigentlich diese Mühe machen oder diesen Segen dem Kind mitgeben, dass es ein starkes, gesundes Mikrobiom kriegt von der Mutter, sodass es dann wirklich gestärkt ins Leben eintreten kann. Und diese 5 Dinge sind sicher jetzt gerade überraschend gewesen, weil der Eingangstitel doch sagt, welche Kinderimpfung macht denn Sinn? Ja, das sind die wichtigsten Kinderimpfungen, die wir unseren Kindern schenken dürfen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und wie sagt man? Wieder schauen. Genau, so ist es. Auf Wiedersehen miteinander.